Ich will, dass alle die Erfahrungspunkte kriegen und wir kriegen das auch hin. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht wieder in die Ecke drängen lasse. Und Tarion sollte sich ein Schild zaubern, bevor wir hier anfangen. Definitiv. 25 Protection mehr ist nämlich nicht schlecht. Okay. Gut. Da hinten sehe ich es flattern. Okay, da hinten sind die Wyverns. Und ja, in dem Fall sind es Wyverns, keine Crowverns. Die Blitzschmeißer sind Wyverns. Die anderen, die nur Nahkampf können, sind Crowverns. So. Du machst schon mal das bereit. Und du? Wir gehen mal da durch erstmal, würde ich sagen. So. Dann Schild. Und dann böse Pfeifen. So, komm. Manifestier dich, dass wir zuschlagen können. Ich bin schon eingekesselt, hä? Oh, einer ist schon tot. Okay. Du trinkst sicherheitshalber meinen Trank. Das war kaum Schaden. Aber das war ordentlich Schaden dafür. Zwei sind weg. Ja, immer schön in den Rücken. So, Nummer 3 ist weg. Du machst echt nur einen Schaden bei dem. Dafür machst du ordentlich Schaden bei dem. Ups, das ging in die Hose. Das auch. So. Gut, das war ja ganz leicht. So, Bolzen wieder einsammeln. Okay, was für ein Buch? Tome of Knowledge. Gain one Skill Point, das habe ich ja gesagt. Kriegt er Skills, Alchemie. Improved Alchemie. Das heißt, ich kann jetzt starke Potions brauen. Genau. Was sehr, sehr nice ist. gib mal eine hier an sie ab. So. Okay, dann hat sich das schon mal voll gelohnt. Licht auffrischen. So. Knopf drücken, dass wir wieder hier raus können. Und es ist dunkel. So, das heißt, unsere nächste Haltestation ist der Bock eigentlich. Wobei ich könnte nach dem hier noch gucken gehen, schnell, wenn wir schon dabei sind. Weil ich kann mich ja von hier aus zum Schiffswrack Beach teleportieren. Oder einfach zu Fuß gehen die Strecke. Das geht, glaube ich, schneller. Und unterwegs die Crowverns töten. Wenn ich hier von hier aus nach unten hüpfe und drüben die Leiter hochnehme. Die hier sein sollte. Ja. Wow. Au. Wow, das macht Schaden. So. Die. Wow. Die Armbrust macht auch gut Schaden. So, zum Bock geht. Zum Trickwood Forest geht's ja da lang. Du bist etwas angeschlagen. Gib ihr mal einen von den kleinen Heiltränken. Können wir die langsam mal aufbrauchen. So, das ist der Trickwood. Da drüben. Das hier haben wir ja alles schon geklärt und ich
Hoff mal, dass die Treants hier nicht respawnen, auch wenn sie mittlerweile nichts weiter sind als Pain. DS. AR. Uhu. Geht das langsamer? So. A. Also 1 nach da. Dann 3 geradeaus. Dann 1 nach da. Und dann 1 geradeaus. Also 1 nach da. 1, 2, 3. 1, 2. Muss ich hier graben? Oh, hallo Waage. Einer ist schon mal weg. Au. Also ja, die machen immer noch Schaden, wenn ich nicht aufpasse. Geben aber auch Essen. Und das sind wenigstens die normalen Waage. Hier sind relativ harmlos im Gegensatz zu denen, die wir auf dem Hamlet getroffen haben. Das war daneben. Au. Das war voll getroffen. Und ich höre immer noch welche. Auf jeden Fall haben wir wieder Fleisch. So, so, stirb Wag. Ja, wir haben Wagfleisch. Ist mal davon was. Oh, und da sind noch zwei. So ein Double. Ja, komm ruhig um die Ecke. So können wir auch ein paar Erfahrungspunkte grinden, sag ich mal. Warum haut ihr ab? Ganz ehrlich, warum sind die abgehauen? Wow. Um mich zu verarschen. So, einer ist weg. Zweiter ist auch weg. Nochmal Wagfleisch. Kriegst du, kannst du gleich essen. So, jetzt will ich gucken, jetzt wo ich Ruhe habe, ob hier was vergraben ist. Tatsache. Gibt sogar 250 XP. Was haben wir hier drin? Ein Goldschlüssel, ein Stilarmband und eine Shield Potion. Was macht das? Protection und Stärke. Das kriegst du. Und du kriegst das Giftschutzarmband. Das gibt zwei Protection. Okay. Dann behältst du das. Zwei Protection ist nicht schlecht. Dann kriegst du halt Stärke. Dann kriegst du das hier. Weil du trägst ja, glaube ich, schon ein Willensarmband. Nee, Accuracy. Ist auch nicht schlecht. Gut. Da ist das auch erledigt. Nett. So, bereitest schon mal wieder einen Zauber vor. Bis zum nächsten Level up brauchen wir noch immer 10.000 Erfahrungspunkte. Könnte also sich noch eine Weile hin sein. Und du kannst das Essen mal bunkern. Und ich glaube, wir müssen... ich drehe nochmal um, da ist ja unsere Truhe für alles gewesen. Hier. Leg mal den hier ab. Ist hier was drin? Weißt du, die Blitzschilde bewegen zwar nicht viel, aber die benutzen wir nicht eigentlich. Ist hier was? Ja, hier ist noch was drin. Das da kann weg, so. Das behalten wir mal. Seil behalten wir auch. Du kommst mal da rein. Falls wir dich nochmal brauchen, du Trollschriftrolle.
So hat unser kleiner Abstecher uns wenigstens Essen gegeben und ein paar Erfahrungspunkte und nette Sachen. Dumm, dumm, dumm. Das heißt, jetzt kommen wir um den Bock nicht mehr herum. Nee, kommen wir nicht mehr. So. Dumm, die dumm. Blauer Kristall. Oh, halt, wartet. Da fällt mir gerade noch was ein. Nämlich Fontäne und alte Eiche. Hier sehe ich schon mal keine alte Eiche neben der Fontäne. Und ja, ich drücke mich gerade ein bisschen vor dem Bock. Weil ich eigentlich gehofft hatte, dass wir unten in den Katakomben noch weiterkommen würden. Aber scheinbar ist das ja nicht so. Jedenfalls bin ich wohl geradezu verpeilt, das Rätsel zu lösen. Deswegen gehen wir noch mal kurz auf den Hamlet, weil ich habe hier ja noch von einer Fontäne mit einem Ancient Oak. Da ist ja der Oak. Lebt hier wieder? Was wollte ich gerade sagen? Und ja, da hinten ist ein Wag. Okay. Oh, jetzt habe ich mich in der Ecke drängen lassen. Aber er überlebt zum Glück nicht so lange. Das kann ich vergessen. Au. Ja, genau, Speis daneben. Ja, das ist nicht so toll. Wow. Wow. Hä? Was zur Hölle war das jetzt? Okay. Shipwreck Beach, bitte. Ein Ogre ist respawned und ein paar Waage. Ich habe so das Gefühl, dass da ein paar mehr Ogre respawned sind. LP077. Sind die respawned, weil ich das Rätsel gefunden habe? So. Genau, renn irgendwo in die Pampa. Ja. Au. Autsch, das war definitiv zu hart. Wow. Genau. Renn dezent an mir vorbei. Hallo. Der Schuss ging direkt daneben. Ja. Du kannst deine Superattacke wohl nicht mehr so oft wie früher. Beim ersten Teil konnte man ihn damit ziemlich gut reinlegen. So. Trotz, dass ich so viele Armbrustbolzen in ihn reingeschossen habe. Au. Muss das immer auf sie gehen? Muss ich die Frage beantworten? Der Kristall geht gerade nicht. Warten wir mal kurz hier.
Es ist Tag. Spring an, du Ding. Oder geh die nur bei Ingame-Zeiten an. Naja. Autsch. Aua. Ich will zu dem Kristall da hinten, in der Hoffnung, dass der noch an ist. Ja, der ist an. Und dann will ich den Schatz finden.